Herzlich willkommen im Corona-Impfzentrum. Es gab in der letzten Zeit viel Kritik an der Impfstrategie der Bundesregierung. Wir wollen Ihnen heute hier zeigen, es läuft alles nach Plan. Die Wartezeit verzögert sich leider noch um einige Wochen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Hier findet gerade die Terminvergabe statt. Dazu wurde ein hochkomplexes Konzept entwickelt. Bäm, da hat der Button wieder zugeschlagen. Wie viele Haars hat Jens Spahn? Nicht zwei, sondern... Wir spielen jetzt um zwei Impftermine. Um zwei Impftermine jetzt. Wählen Sie sich ein. Wählen Sie sich ein. Wie viele Haars hat Jens Spahn? Nicht drei, nicht fünf, nicht neun, sondern... Wie viel hat er? Selbstverständlich kann die Terminreservierung auch online erfolgen. Thomas, zeig doch mal die Homepage. Vorführeffekt. Für unsere Website sind die gleichen Unternehmen zuständig wie auch für die Corona-Warn-App. Da kann doch eigentlich gar nichts schieflaufen. Dank vorausschauender Planung auf allen Ebenen ist natürlich ausreichend Impfstoff vorhanden. Das sieht zwar nach wenig aus, aber mit etwas Wasser verdünnt kommt man auf die doppelte Menge mit immerhin noch bis zu 50% Wirkung. Wir versuchen so, auch die esoterischen Corona-Kritiker zu überzeugen. Durch die Verdünnung wird es ja quasi homöopathisch. Bei der Kühlung des Impfstoffs mussten wir allerdings ein bisschen improvisieren. Wir haben auch Personal aufgestockt und eine neue Mitarbeiterin angestellt. Feierabend! Also, halbtags. Jeder Impfling bekommt hinterher ein Goodiebag mit den Privilegien. Verzögert sich noch um einige Monate. Wie Sie sehen, arbeiten wir hart daran, eine der größten Aufgaben dieses Jahrhunderts zu meistern. Liebe Wartende, leider hat sich in der Zwischenzeit eine Mutante gebildet, gegen die der Impfstoff nicht mehr wirkt. Bitte kommen Sie nächstes Jahr wieder, wenn wir einen neuen Impfstoff haben. Wählen Sie sich ein, wenn Sie überleben wollen. Es geht hier um zwei Impftermine. Jetzt bitte einwählen. Hot Button sucht. Und irgendeiner wird durchkommen. Es geht um zwei Impftermine. Jetzt bitte einwählen.